Herzlich willkommen, mein lieben Lachlinge. Im letzten Part war hinter dir der Tür Rainer. Die hatte halt am Boden geweint. In der Version. Und Higashi hat sie halt ziemlich runtergemacht. Und hinterher haben wir dann einen Zeitungsartikel gefunden, in dem stand, dass Ruby sich erhangen hatte. Ob es nun weiß oder nicht, keine Ahnung. Diese Tat, dieser Suizid sollte vor 10 Jahren, vor dem jetzigen Zeitpunkt gewesen sein. Ja, weiter. Da muss ich nicht schreien. Okay. Hallo. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich geh mal raus, wenn mir sonst nichts ist. Sagt dir jetzt irgendwas? So, ich weiß es wirklich nicht. Ah. Ich fühle mich krank. Dieses Monster. Wie viele Mädchen hat Higashi noch in die Rum schicken lassen, die vergewaltigt wurden, bevor Rainer ihn ermordet hat? Und Rainer? Sieht immer dieselbe aus, aber... Wie jetzt? 16 Jahre alt. Ein Kind. Higashi hat sie eingeschlossen. Und sie hat versucht, die Kontrolle wieder über ihr Leben zu bekommen. Konnte nur zurückgehen. All dieser Schmerz. Und die Erinnerung kam wieder in mir hoch. Als ich in diesem Raum war, konnte ich es selbst fühlen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das gefühlt habe. Die Dunkelheit war eingetreten. Ich fühlte es auch, weil die Luft sich verändert hat. Ist jetzt vielleicht dann gewesen? Nun habe ich irgendwie das Gefühl, das würde mein Puls, mein Herzschlag mich jetzt verfolgen. Das ist nicht alles. Die Maske kann mir helfen, die Tür zu finden, nach der ich suche. Ich kann die Dunkelheit fühlen, aber der Pfad ist mir immer noch nicht geöffnet worden. Wonach, was fehlt mir eigentlich noch? Mein Bauchgefühl sagt mir, es hat irgendwas mit den Kamenkai zu tun und ist der einzigste Lebende, der es weiß, der alte Kavanakau ist. Sie muss mir sagen, was passiert ist. Aber ich will doch nicht mit uns reden wollen. Obwohl, jetzt wo Mai da ist, wahrscheinlich doch. Wir probieren es mal. Das ist auch die letzte Folge, die ich jetzt aufnehme für diese Aufnahme-Session. Dann habe ich wieder genug. Wie das für eine ganze Woche. Da kann ich auch endlich schweres essen.
jetzt schon seit wie vier Stunden aufnehmen? Ich glaube 4 Stunden oder so. Oder 5. Nach Kabushiko können wir nicht mehr. Nach Akihabara auch nicht mehr. Ja. Siehst du? Das ist jetzt weg. Jetzt können wir nur noch nach Kamakura. Wie auch immer. Ich glaube, so langsam nähern wir uns dem Ende. Das Spiel ist schon sehr geil. Kannst du empfehlen. So. Hi. Gehen wir rein. Okay, jetzt bin ich bestimmt wieder angeschrieben von der Mutter, Großmutter. Doch. Du? Ich habe dir auch gesagt, du sollst dich fern von meiner Familie halten. Zieh meine Ecke in den Stein, wo du dich dann reingezogen hast. Geh weg. Ich habe Fragen über die Kamen Kai. Die Gruppe, der deine Tochter und dein Schwiegersohn und dein Schwiegersohn involviert waren. Wissen. Einzigste Überlebende, die sich noch daran erinnern kann. Kamikai? Ich weiß nicht, Saga. Geh jetzt. Oma, genug. Hör dich schon selbst an. Merkst du überhaupt, dass du andere Leute anlügst? Kakashi hat uns alles erzählt. So. Ito. Und Ito, es gibt ihn nicht die, nur weil sie, nur weil ihnen der Fall, wenn die Aufklärung dieses Falls wichtig ist, gibt es ihnen nicht das Recht, hier einfach reinzusetzen. Meine Großmutter und ich, wir müssen reden. Aber wenn es dir irgendwas ausmacht, solltest du vielleicht gehen. Nein? Geh nirgendwo hin. Das ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Das ist genauso meins wie das von meiner Großmutter. Wenn du irgendetwas zu sagen hast, kannst du es auch mir sagen. Vor einer Weile habe ich ein Haus gefunden, dass meine Eltern in irgendeinem Kult gestorben sind. Und niemand wusste warum. Das war einfach für mich. Ich will dir helfen, Aito. Aber die ganzen Lügen. Da fangen an, die Leute zu verletzen. Wonach ich suche, ist noch viel schlimmer. Sag das zu dem Mann in der Station, am Bahnhof. Er ist im Krankenhaus. Und warte darauf, dass seine Wunden heilen.
Leute sind auch nicht hier, um Informationen herzubekommen. Und wir haben auch alle Leben. Die Vergangenheit wieder auf mich lassen kann verletzen. Jeder Mensch weiß es. Ich auch. Aber die Vergangenheit zu ignorieren, führt uns auch nicht weiter. Das unerledigte Geschäft von Kamen Kai muss auch jetzt aufgewahrt werden. Aber es bleibt noch darum, was bleibt uns noch darüber zu reden? Jeder ist tot, richtig? Mai. Habe schon versprochen, darüber später zu reden, aber nun, lass mich den Detective reden. Lass uns an. Achso. Du warst ja damit beschäftigt, uns für uns beide Abendessen zu kochen, oder? Okay. Reden darüber später. Aber ich bin im anderen Zimmer, wenn du mich brauchst. So, wir haben mich schon gefunden. Und nur damit, Und nur da Mai jetzt alles weiß, es ist auch kein Grund mehr, alles als Geheimnis zu wahren. Die Wahrheit ist, meine Tochter wäre niemals den Kamen Kai beigetreten, wenn es nicht für mich gewesen wäre. Ich habe sie und ihren Ehemann dazu gebracht, beizutreten. Ich war schon ein Mitglied. Als ich beitrat, hat mein Mann uns verlassen und ich habe meinen Job verloren. Plötzlich war ich Single und alleinerziehende Mutter, die sich nur schwer mit ihrer Tochter, nur sehr schwer für ihre Tochter sorgen konnte. Dann fand mich Tokimasa. Er erzählte mir seine Gesellschaft. Wie viel besser war. Natürlich hat er mich so behandelt wie alle anderen. Ich wollte auch von ihm hören, dass meine Entscheidungen nicht meine Schuld waren. Sie nahmen mir alles. Meine Jugend, meine Gedanken, dann meine Kindheit. Und dann eines Tages, 1996, starben sie alle. Toten wurden alle vergraben. Und es gab auch keine Autopsie, die durchgeführt wurde. Also der Fall davon wurde. Fall der Toten und Vergaben. Oder wenn es einen Fall gegeben hatte, sind sie versteckt. Warum? Das ist einfach.
Die Regierung kümmert sich nicht um irgendwelche toten Kultisten, Kultisten in den Wäldern. Und bedeckt es in Zeitungen, so dass es einfach nur Tote sind. Was ist das? Nach all dem, was ich heraus gefunden habe, soll ich das glauben? 12 Leute starben an dem Tag. Niemand weiß etwas davon? Was ist passiert? Erzähl mir die Wahrheit. Willst du wissen, was passiert ist? Fein, ich erzähle es dir. Die starben für nichts. Folgten den Fußspuren von einem Idioten, der glaubte, das Leben wäre eine Illusion. Als die Worte von anderen Leuten, anderen Gruppen sich verbreiteten, begann Torquemada uns zu warnen, dass das Ende nah war. Er glaubte, die Welt würde kollabieren. Es war Zeit für ihn und seine Follower, für ihn seine Follower, genau, doch. Das Fleisch zu verlassen und die Reinheit zwischen den Göttern zu finden. Meine Emiko. Ich starb nicht für so eine Idiotie. Sie starb, weil sie keinen Anker mehr für die Realität hatte. Und es war meine Schuld. Weiß auch nicht, was mit ihnen geschah. Nein. Sie wissen, was geschah. Und sie wissen irgendetwas. In dem Bericht steht, dass sie beim Aufräumen der toten Körper die Maske gefunden haben. Dieselbe Maske, die sie mir gegeben haben, 6 Monate zuvor. Das ist. Torquemada würde sie selbst behalten. Und er sagte, dass diese Maske ein Zeichen der Kami wären. Ich. Auch sie. Verstehe ich nicht. Es erlaubt uns, komische Dinge zu sehen und Leute, die gegangen sind. Der Guru war ein Trottel, ein Fake. Aber die Maske war echt. Da gab es ein Gerücht, dass dass die Kultmitglieder gestorben sind. Ach ja, okay. Nur, ich, nein, du verstehst nicht.
Ich würde niemals meine eigenen Kinder töten. Ich habe die Maske nicht genommen. Die wurde mir gegeben. Eines Tages war mein Mann ein Journalist oder sowas. Und hat mir Nasse gezeigt. Ich konnte es nicht glauben. Stellte ihn danach an und er stand nur da und lächelte. Seine Augen waren nichts das, was ich jemals zuvor gesehen habe. Es war komisch. Alles, was er im Austausch wollte, die Maske war ein Bild von Eniko. Als ich den Kult beitrat, habe ich alle meine Positionen und alles, was ich hatte, hinter mir gelassen, aber habe ihn erst in mein Kopf gegeben. Ich dachte, wenn ich die Maske hätte, dann könnte ich sie wiederfinden. Aber dass sie mir verzeihen würde. Aber sobald ich sie hatte in meinen Händen, öffneten sich meine Gedanken. Ich konnte ihre Stimme hören. Also sind sie in die Kanalisation gegangen, nach ihr zu suchen, als sie dachten, wir könnten sie retten. Takashi, hat dir das auch erzählt? Ja, es ist wahr. Eniko war dort und weit und fehlte mich an, sie zu finden. Sie zu befreien aus irgendeinem dunklen Ort. Ich würde alles dafür geben, sie wieder in meinen Arm zu halten und sie um Vergebung zu bitten. Es kümmert mich auch nicht, ob sie mir das nicht glauben. Genauso wie Tanaka nach mir gerufen hat. Ich glaube ihnen. Wir sind die einzigsten wenigen Leute, die noch leben und wissen, was diese Maske, wozu diese Maske benutzt wird. Wenn sie wirklich glauben, dass diese Maske ihnen geholfen hätte, was doch zu finden, warum haben sie ihn dann mir gegeben? Weil ich falsch lag. Zuerst bin ich diesem Geflüster nachgegangen. Dann habe ich mich selbst in einem komischen Labyrinth gefunden, wo ich ihre Schatten verfolgte. Die Tage fielen ins Nichts und ich habe die Verbindung, ich habe die Verbindung zu meinen Enkeln und dem Schwein verloren. Es war alles eine Illusion. Ein Grund, wie hart ich auch versuchte, ich habe sie niemals gefunden. Ich wurde immer mehr und mehr von der Welt um mich herum
entfernt und gegangen zurückzukehren. Es wurde wieder benutzt. Genauso wie Tokimasa mich all die Jahre zuvor benutzt hat. Ich habe versucht, davon zu kommen. Ich schmiss die Maske weg, verbrannte sie. Aber nichts nutzte das. Die Maske kam immer wieder. Und wenn ich es benutzte, wurden die Visionen und das Geflüster nur noch schlimmer. Also habe ich sie aus meinen Gedanken verdrängt. Und versucht, ein normales Leben zu führen und die Schreie meiner Tochter zu ignorieren. Dann kam sie. Und als sie hier ankam, schrie die Maske in einem Geräusch, das ich noch nie zuvor gehört habe. Ich dachte, es wäre ein Zeichen. Also gab ich sie ihm. Ich hatte nicht mal die Zeit auszuatmen, bevor ich später einen Waffenschuss hörte. Jemand anders ist dorthin gerannt. Ich dachte, ich war auch die Einzige, die wusste, was für eine Art Geräusch es war. Dachte, die Maske war dazu gemacht, um mich wieder zu bestrafen, indem mir Mai genommen wurde. Aber stattdessen traf ihre Würde jemand anders. Es tut mir leid. Vielleicht sollte das Wissen über die Maske mit uns sterben. Es gibt noch eine andere Person, die über die Maske weiß. Ein Mädchen namens Rainer. Sagt der Name ihm irgendetwas? Das finden wir beim nächsten Mal.